Another more accurate terminology for a fetus is a parasite. The point is that a person cannot use another person's body without their permission. A fetus is literally a parasite. Like, it is sucking the life from a mother. Yeah. Every single day. Like. In dieser Folge. Zwei australische Ethiker fordern in einem Aufsatz auch die Tötung von Neugeborenen zu erlauben. Provozieren damit heftige Reaktionen. Wie lange würdet ihr das denn nach der Geburt dann sagen? Wie alt bist du? Hab ich das gesagt? Der 60-Sekunden-Podcast. Eine Ketzer-Originalserie. Wir haben hier diese wunderschöne Frage. Du kannst sie gerne mal vorlesen. Was halten Sie von dem neuen Tipp von Stacey Abrams? Ich hab zu lange keine Nachricht. Das ist eine Demokratin aus den USA. So auf dem ersten Hören, so Stacey Abrams, sympathisch, oder wie stellst du so die Politik in den USA generell ein? Also die Politik in den USA ist ja allgemein im Vergleich zu Deutschland sehr rechts. Warst du mal dort? Nee, noch nicht. Ja, man kennt ja die Klischees, so da wird gefühlt 7.15 Uhr mit dem Schulgang einmal die Nationalhymne gesungen, da wird die Flagge hochgehalten, das kann man sich an Deutschland nicht vorstellen. Nee, auf keinen Fall. Also, wie meinst du, kommen diese Unterschiede zustande? Ich glaube, in Deutschland ist es allgemein so, dass wir in der, vor allem jetzt die jüngeren Leute, dass wir gar nicht mehr so einen starken Bezug zu Deutschland haben und es gar nicht mehr so als unser, ich sage mal in Anführungszeichen, Vaterland sehen. Vaterinnenland. Entschuldigung. Es war ja eine Zeit lang auch was Schlechtes, ein Deutscher zu sein, weil ja zum Beispiel auch in Amerika und in den Filmen sind die Deutschen immer die Nazis oder es sind immer die Deutschen oder die Russen, die Bösen sind in den Filmen. Kommen wir zurück zum Thema. Die Stacey, die gute alte Miss Abrams. Wir haben natürlich für den Fall der Fälle, dass hier irgendwelche ungebildeten Menschen wie du in dem Fall hier rumsitzen und die nicht kennen, einen kleinen Zeitungsartikel. Stacey Abrams suggests having an abortion as solution to inflation, economic realities of having a child. Sie will uns sagen, dass es, dass eine Abtreibung die Lösung gegen die Inflation ist. But let's be clear. Having children is why you're worried about your price for gas. It's why you're concerned about how much food costs. For women, this is not a reductive issue. You can't divorce being forced to carry an unwanted pregnancy from the economic realities of having a child. Natürlich hat sie hier vollkommen recht. Sie sagt, dass wenn man seine Kinder nicht mehr ernähren kann, zum Beispiel aufgrund der hohen Inflation, muss man halt vorher überlegen, da einfach mal abzutreiben. Ist doch wohl mal eine gute Lösung. Es gibt Frauen, die in Armut leben. Es gibt Frauen, die vergewaltigt worden sind. Und ich finde, es ist einfach ein Unding, vor allem von den Regierungen, die leider Gottes immer noch mit der Mehrzahl an Männern besetzt sind, dass die für uns entscheiden sollen. Ich weiß, worum es geht, weil ich leider Gottes sowas gemacht habe. Und, Sie sagen leider Gottes. Andere ja, feiern das. Andere feiern das. Sie sagen, ja, Abortion Party. Ich finde, wenn jemand es nicht finanzieren kann, ein Kind zu bekommen und dem auch eine ordentliche Ausbildung zu ermöglichen, dann sollte die Person vielleicht auch überlegen, kein Kind zu bekommen. Weil ich finde, es ist dem Kind gegenüber nicht fair. Also unter uns, so das Kind dann stattdessen umzubringen, ist ja auch nicht ganz fair, sag ich mal. Naja, also wenn man jetzt sich nicht leisten kann und man erfährt es ja früh genug, was ja bei einer Abtreibung nicht immer, aber häufig ja der Fall ist, in dem Fall ist es ja eigentlich nur ein Zellklumpen. Also ich bin pro-choice, daher ist es also, ich sehe da das nicht als einen Fehler an, wenn man jetzt innerhalb der ersten 1-2 Monate... Komm, 3 können wir schon mal voll machen hier. Bei 3 sieht es schon ein bisschen menschlich aus. Echt? Und bei 2 Monaten und 29 Tagen? Da, ich glaube, wir sind beide gegen das Töten von Menschen. Ja. Deswegen die Frage ab... Hau ruhig raus. Ich meine, hast du da wen im Sinn oder wie? Ja, es gibt so ein paar Tyrannen, die momentan in der Macht sind. Da hätte ich auch kein Problem, wenn das... Lass mich raten, du sprichst von Joe Biden. Wir sind keine Mörderinnen, um Gottes Willen. Was ist denn die Definition von Mord? Mord ist, dass ich mit Absicht... irgendwelche Lebewesen, in dem Fall Menschen rechtlich. Mittel nehme Gift, sei es Gift oder ein Messer oder ein Stein oder irgendwas
und den Mensch töte. So. Aber das ist ja eine Abtreibung dann. Um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Die Stacey Abrams hat natürlich völlig recht, wenn man sich ein Kind nicht leisten kann, wegen der Inflation, dann ist ja logischerweise der Schluss der Geschichte, dass man halt zur Abtreibung greifen soll, ist natürlich dann schwer, wenn das Kind schon auf der Welt ist. Deswegen hätten wir jetzt hier unsere Unterschriftensammlung. Was können wir da lesen? Abtreibung soll auch noch nach der Geburt möglich sein. Achso, ja, wie lange würdet ihr das denn nach der Geburt dann sagen? Wie alt bist du? Habe ich was gesagt? Nein, das war schon. Okay, jetzt wird's echt hart. Sagen wir mal, ab wann würdest du es denn in Ordnung finden? So nach der Geburt. Eigentlich, also ich meine, in den ersten 5 Sekunden atmet es noch nicht, oder? Sag du es mir. Nein, also ich finde, es geht gerade wirklich ein bisschen zu weit. Ich finde, also Wir sind noch im Anfängerlevel. Wir können das noch steigern. Ich überleg, was ich so sagen kann, was ich so rüberbringen kann, dass man merkt, dass es Sarkasmus ist, weil bei mir merkt man häufig Sarkasmus nicht. Ja. Dann darfst du dich jetzt in nichts reinreiten, sonst hassen dich die Zuschauer. Nachher sehen es Freunde von mir und sind dann so, ja. Und ich werde auch nur diese eine Sequenz bei TikTok hochladen, wo du sagst, Abtreibung soll auch nur nach der Geburt möglich sein. Wie lange würdet ihr das denn nach der Geburt dann sagen? Wie alt bist du? Ab wann würdest du es denn in Ordnung finden? So nach der Geburt. Ich meine, in den ersten 5 Sekunden atmet es noch nicht, oder? Gut, um dich da nicht in was reinzureiten. Wir haben hier die Süddeutsche Zeitung. Kannst du auch gerne wieder vorlesen, das ist eine schöne Vorlesung. Okay. Warum sollte ein Baby leben? Abtreibung im 3. oder 6. Monat oder viel später? 2 australische Ethiker fordern in einem Aufsatz auch die Tötung von Neugeborenen zu erlauben. Provozieren damit heftige Reaktionen. Die Tötung von Neugeborenen. Denn my body, my choice. Ja, ich finde es heftig. Es spiegelt unsere Gesellschaft jetzt. Ja, diese Sache mit Transgender und dass man dann auch alles, was schon ist, gewesen ist in der Historie und so, wird alles umgeändert, weil es politisch unkorrekt ist. Entschuldigung, es war damals politisch korrekt und man soll die Geschichte so lassen, wie sie ist, damit wir wissen, woher wir kommen, wie die Kultur ist und weshalb haben wir so eine Kultur. Ist ein Ethiker, wie er im Lehrbuch steht? Ja, ich habe auch Ethik abgewählt, aber ja. Ethik abwählen, deswegen auch Pro-Choice sozusagen. Ich hab einfach nicht Philosophie weitergewählt, das weiß er. Aber, passt irgendwie nicht zusammen. Passt nicht so ganz. Wir hatten jetzt den Punkt. Inflation, Familien können ihre Kinder nicht mehr ernähren, also Abtreibung. Abtreibung nach der Geburt, gut, sollte man jetzt langsam mal einführen. Aber wie ist das denn jetzt mit dem Klimawandel? Weil wir wissen, ein Baby schadet dem Klima wie 23 BMWs. Wusstest du das? Wusste ich nicht. Entscheide ich einfach in Zukunft zwischen einem Klimasünderbaby oder eben 23 stabilen BMWs, ob jetzt mit Akku oder Diesel, ist ja egal. Ich nehme 22 BMWs, weil ich werde immer noch klimafreundlicher sein. Also deshalb lasse ich den 23. weg und dann ist es klimafreundlicher als ein Baby. Vielleicht hast du dann dasselbe Social Score wie ich, weil ich bin da auch ganz oben mit dabei. Vor allem, weil ich Wissenschaftler wie diesen Schweden hier tatkräftig unterstütze. Wir haben hier Magnus Söderlund. Gerne nochmal vorlesen. Magnus Söderlund will Menschenfleisch als Nahrung überdenken. Ich lese nur die Artikel vor. Also. Es ist doch nachhaltig, oder nicht? Es ist nachhaltig. Um Gottes Willen. Ich würde mich selber nicht mal essen, weil ich bin 66 geboren und ich habe Plomben und ich habe bestimmt einen Anteil an Blei in meinem Fleisch, dass ich Aber die Edelmetalle, die steigen ja jetzt auch gerade in der Inflation. Ja, was hältst du von dem Vorschlag? Ich meine, Menschenfleisch, erstmal zu dem Punkt. Ich stelle es mir, um ehrlich zu sein, nicht so appetitlich vor, wenn ich mir so denke, ja. Es geht um Nachhaltigkeit, jetzt nicht um deinen persönlichen Willen. Wir leben hier nicht mehr im Kapitalismus. Und was ist, wenn wir jetzt die Kinder nicht nur abtreiben, sondern dann halt auch mit dem... Kinder haben ja noch nicht sehr viel Fleisch. So. Das lohnt sich dann vielleicht noch nicht wirklich. Vielleicht identifizieren die sich ja als übergewichtig und dann... Also ich würde lieber, nicht sterben, aber ich würde sicherlich kein Bissen über,
bekommen. Ja, hoffen wir, dass die Generation das in Zukunft auch noch so sieht, weil mittlerweile gibt es Netflix-Serien, die auch Kannibalismus einfach mal als Option darstellen. Es passiert und vielleicht ist es ja doch gar nicht so unnormal, wie man uns bisher eingeredet hat. Vielleicht sind das ja die ewig Gestrigen, die auch noch daran glauben, dass es Männer und Frauen gibt. Das hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Vielen Dank für dieses Gespräch. Hat mich sehr, sehr gefreut. Es hat mich auch gefreut. Noch 85.000 Abonnenten, bis wir den zwangsfinanzierten YouTube-Kanal Funk überholt haben. Und wenn das passiert, glaubt's mir, da wird sich der ein oder andere ärgern. Also, rauf da auf den Abo-Button und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ich eine weitere Folge zum Thema hochladen soll, in der ich etwas detaillierter werde. Wir sehen uns Mittwoch zur nächsten Folge wieder und übrigens, ab Freitag startet auch bei uns eine Black-Friday-Aktion auf ketzerderneuzeit.com.